Leute, herzlich willkommen am Strand. Wir sind hier an der Ostsee und die Ostsee ist ein bisschen kleiner geworden, als sie mal war. Nein, Spaß, wir sind natürlich nicht an der Ostsee. Wer ist überhaupt wir? Wir sind mein Vater und ich. Und wir sind heute an einem ganz kleinen See hier, wie man ja, wie gesagt, unschwer erkennen kann. Im Prinzip sind sogar drei ganz kleine Seen. Und die Dinger sind, hier waren wir schon mal mit Viktor. Wer die richtige Folge errät, der hat gewonnen, mal wieder. Und könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, welche Folge das war, als wir hier waren. Und wir hatten da im Prinzip so ein ähnliches Problem wie heute. Letztes Mal war das Problem, dass das Eis nicht dick genug war, um drauf zu angeln. Und heute ist das Problem, dass das Eis zu dünn ist, um drauf zu angeln. Und wir überhaupt nicht damit gerechnet hätten, dass hier Eis drauf ist. Aber wenn das Wasser so arschkalt ist und man dann nur leichte Minusgrade in der Nacht hat und keinen Wind, dann reicht es schon, damit es friert. Naja, unser eigentlicher Plan heute ist Vater gegen Sohn Battle. Richtig. Richtig so. Alt gegen jung. Also steinalt gegen richtig jung. Ja, so richtig jung und richtig steinalt. Aber trotzdem, du wirst sehen, was passiert, denn schließlich habe ich dir das Angeln beigebracht. Ich sehe gerade schon, hier Oldschool ist nicht, also nicht mit einem Blinker gegen irgendwelche neuen Techniken, sondern Papa hat schon Chatterbait dran. Mit einem Dude. Vorbildlich. Wir haben, wie gesagt, drei Seen hier und dann nochmal einen anderen Spot, wo ich auch die Warthose für brauche. Ich hatte jetzt nur nichts anderes mit, deswegen habe ich die Warthose schon an. Ist ein Fisch dran? Ich dachte schon, hier habe ich noch nicht mal einen. Hä? Ein Biss hat er. Also, ich habe mir hier fürs Ufer eine Cherry Stick genommen, 2,50 und kleinen Dude, 2,5 Inch. Mal gucken, erstmal sehen, wie hier überhaupt die Tiefe ist. Ich habe keine Ahnung von dem See, ich habe hier noch nie wirklich geangelt. Ist recht trüb. Mal gucken. Echt flach, also die 5 Gramm sind schon. Mehr darfst du nicht nehmen. Die sind schon Grenze. So Leute, wir sind von dem einen See, von dem kleinen, in der Mitte, das sind drei Dinger, von dem in der Mitte sind wir direkt wieder weg, weil der ist zu flach. Und sind hier an den gegangen, wo wir eigentlich hin wollten. Den hat Yoshi mir irgendwann mal gesagt. Hier wollten wir, wie gesagt, Eis angeln mit Viktor. Jetzt kommen wir hier an diesen See. See full. Also der See ist wirklich mikro, vielleicht 200 Meter lang oder so. Und da sind, da sind drei Angler, da hinten ist nochmal, sind nochmal zwei und noch ein Stück weiter ist nochmal einer. Das heißt, hier sind 6 Angler ohne uns an diesem Minisee. So, ich finde hier, wenn mich ein Kumpel fragen würde, ob er mitkommen kann, würde ich sagen, ist ein bisschen klein der See für drei. Jetzt sind wir hier zu 8, ey. Also mit dem 3 ist natürlich übertrieben, aber 8 Leute, die hier schon um den ganzen See gerannt sind, ist auch scheiße. Deswegen würde ich sagen, wir hauen gleich ab und fahren an die Stelle, die wir noch ein Petto hatten, wo wir wissen, da läuft's, denn da läuft's im Winter eigentlich immer. Und dafür brauchen wir dann auch die Warthosen. Ist übrigens frisch. So, da sind wir am zweiten Spot. Jetzt übrigens bei mir die 2,30er Cherry Stick. Nee, die 2,10er. Hoffentlich. Da habe ich die falsche mitgenommen. Die 2,10er. Weil es mir Spaß macht noch mit den kleineren Fischen, die zu erwarten sind. Und wir müssen jetzt hier ins Wasser stapfen, denn hier konnte man früher einfach angeln, hat keinen gejuckt. Irgendwann haben sie sich gedacht, nö, stört uns doch, wenn hier jemand angelt. Und dann haben sie einfach mal richtig fett NATO-Draht am Ufer gespannt. Das Ding hier nervt mich. Und jetzt gehst du einfach ins Wasser rein. Ja, dann kein Privatgrundstück mehr. Ist halt ein bisschen frischer. So, da sind wir im Wasser. Jetzt können wir mal gucken, ob hier ein bisschen was geht. Ich rede schon leise, wir stehen hier im Wasser und hier ist alles voll Weißfisch. Also, so viel kann ich schon mal sagen. Fisch. Erster Wurf, erster Fisch. Wenn er dann rauskommt. Ah, gerissen war. Nee. Gebissen. Der zählt. Hier, Papa, so müssen sie aussehen. So müssen sie aussehen? Riesending. Lässt du den gleich dran? Nee, der kann wieder schwimmen hier, der Kleine. Chop. Na guck mal, da hinten kommt nämlich Wasser raus. Siehst du das? Und das ist eigentlich der Hotspot. So, wenn hier jetzt nichts weiter geht, dann gehen wir noch weiter nach hinten da an den Platz. Oh oh, das sieht nach dem Ausgleich für Papa aus. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Route so ist, aber ich glaube, der ist größer als meiner, oder? Also, ansonsten würde er sehr kräftig sein. Ah ja, der ist auf jeden Fall eine ganze Ecke größer als meiner. Und richtig schön fett, der Kleine. Petri. Danke, ich wollte dir bloß mal zeigen, wie sie aussehen müssen. Oh, guck mal, wie der angehackt der ist oben. Das war garantiert der Kormoran. Ich müsste Viecher sitzen hier nämlich überall in den Bäumen. Na gut. Tschüss.
Petri. Danke. Komm mal ran hier, Kollege. Oh, voller Wurfdistanz. Leider. Schönes Ding. Petri. Geil. Petri, Dank. Schöner Barsch. Schöner, dicker. Sind jetzt bei jedem Wurf größer geworden. Wie neulich mit Clemens schon. Und außerdem heißt das 2 zu 1. Tschüssi. Oh, ist das Wasser kalt, ey. Ah, oh, und da kommt aber auch schon der Ausgleich angeflogen für Papa. Aber die ist auch etwas kleiner geworden. Jetzt ist er wieder kleiner geworden, ja. Naja, 2-2. Also jetzt hängt hier wieder irgendwas eindeutig Größeres. Aber ich weiß nicht, ob das ein Barsch ist. Wenn, dann wäre es echt ein schöner. Ich denke mal eher, es ist irgendwie was in der Seite oder so. Boah. Alter, macht der Dampf. Na? Boah. Es ist ein Winterplötz. Ein dicker Winterplötz in der Flosse. Hübsch ist er. Ah, das habe ich schon gemerkt, dass das nicht das 3-2 wird hier. Tschüss. So. Papa hatte hinten das 3-2. Und ich habe jetzt hier eigentlich das 3-3, ist jetzt die Frage. Ich habe einen Kaulbarsch gefangen. Okay, Leute, ihr entscheidet, ob dieser Kaulbarsch zählt. Mal gucken, ob es am Ende wichtig ist. Vielleicht könnt ihr entscheiden, wer dieses Vater-Sohn-Duell heute gewinnt. Tschüpp. Nein, da ist schon die Nummer 4 für Papa. Ah, das ist jetzt entweder 4-2 oder 4-3, je nachdem, wie der Kaulbarsch gezählt wird. Ob die Leute entscheiden, dass er zählt oder dass er nicht zählt. Mal gucken, wie gesagt. Sind ja deine User, die werden ja wohl. Nee, ich mach das unparteiisch. Ich mach gleich eine Instagram-Umfrage und dann können die Leute entscheiden. Petri. Danke. So langsam reicht's. Ist jetzt wie viel? 5-2? Gibt's doch nicht. Nummer 5. Nummer 6. Sogar wieder ein schöner hier, ey. Jetzt reicht's. Jetzt mach ich auch Dropshot. Yoshi wieder Quatsch erzählt. Er meinte, Dropshot lief nicht gut. Yoshi nicht. Jo, Nummer 6. Schön. Nochmal wieder einen hier. Einen kleinen Krebs. Zack. Jetzt 7-3. Oder 4, je nachdem. Ja, nein. Dreck dran auch noch hier, so ein Mist. Ach nee, er hat die Schere abgerissen, die Schere, die Sau. Schnell einen neuen Köder. Das erste gegriffen, was ich bekommen habe. Gucken wir mal. Erster Wurf und gleich ein besserer. Also was heißt besser? Das heißt, diese kleinen Muckligen hier, die wir vorher die ganze Zeit hatten. Sehr schön. Nummer 4 oder 5. Tada. Tschüss. Guck mal, wie die immer stehen. Und weg ist er. Nein, und da kommt auf der falschen Seite wieder einer. Nummer 8. Wir fahren gerade einen Abriss vom Hecht, der ihm das Dropshot abgebissen hat. Und ich freue mich, dass ich kurz Zeit habe zum Aufholen. Häng ich direkt selbst mit meinem Dropshot. Oh, das wird doch reißen. Die Magie doch schon. Oh, mal gucken, was alles weg ist. Ich denke mal alles. Scheiße, alles weg. Oh, das gibt's doch nicht. Mist. Ich kann schneller basteln hier. Zack. Und Blei. Zack. So. Schnell ein neuer Köder ran und diesmal nehme ich nicht den gleichen, sondern
bisschen farblicheres, farblich attraktiveres. Bisschen Großi vielleicht, der Kollege. Naja, mal gucken. Langsam komme ich jetzt hier wieder ran. 11. Tschüss. Und Paddeln ist bei 13. Blei weg. Das hatte ich auch gerade. Jo. Und da ist 12 oder 13. Also, wie ihr entschieden habt, wenn das Video draußen ist, dann habt ihr natürlich schon entschieden. Ah, ist das jetzt entweder der Ausgleich oder ein Vorausgleich? Da ist er. Yes! Komm her! Ah, Ausgleich. Sicherer Ausgleich. Ausgleich oder Führung? Da ist mal wieder ein besserer auf den Krebs bei Fuddern. Schön. Oder auch nicht. Das doch, ist doch. Nummer 14 und ich habe entweder 15 oder 16, je nachdem. Aha, du blutest. Im Eifer des Gefechts verletzt hier. Sollen wir lieber aufhören und einen Krankenwagen holen jetzt? Mhm. Ich würde sagen, wir machen jetzt schnell Schluss. Nee, aber hol du mal den Krankenwagen und jetzt halt angelegt noch ein bisschen. Oh, Leute, endlich habe ich anscheinend den Köder gefunden hier. Der jetzt Fische bringt. Da habe ich mich so langsam... Oh, scheiße, das war ein guter. Ja, wenn es nicht eine Brasse war, dann war es ein richtig guter Barsch. Aber ich glaube, er ist voll gerissen. Hat sich so schwer angefühlt. Ja, an den Köder habe ich mich langsam rangetastet hier. Ein bisschen rumprobiert. Gemerkt, klein funktioniert gut. Aber die Farbe hat mir irgendwie nicht so gefallen. Dann habe ich gemerkt, ah, okay, hier der Morkiwi Green Pumpkin Chartreuse funktioniert gut. Dann war er aber zu groß. Dann habe ich ihn gekürzt. Dann war er immer noch zu dick und die Fische sind nicht hängen geblieben. Und jetzt habe ich einen ganz kleinen Morkiwi. Und der funktioniert hervorragend. Nur meine Füße fallen bald ab. Aus 18, 19 wird 19, 20. Jetzt da dran. Ist jetzt erschlagen. Ja. 20, 21. So ist nicht der Punktestand, Leute. 2021 ist immer noch, weil noch nicht feststeht, ob der Kauli zählt. Und guckt mal, hübsch sind die, oder? Schöne rote Flossen, dunkel. Geile Farbe. Tschüss. Also ich muss mal sagen, ich führe es zahlenmäßig zwar eindeutig, aber hier kommen doch irgendwie die größeren bei dir. Schönes Teil. Schon wieder der. Schon wieder der. Verletzung. Ja. Das haben die, glaube ich, im Winter auch einfach oft, wenn die hier so nah aneinander sind. Tschüss. Herrlich. Friedrich. Danke. Zack. Schöner. Aber auch wieder ein bisschen zerrockt. Zack. Und tschüss. Oh, eine Brese. Wir wissen, Brassen spielen keine Rolle. Also ich sag mal so, fürs Video und die Zuschauer wäre es interessanter, wenn du jetzt noch mal ein bisschen aufholst. Das ist ja schön, Max, dass du mir das so mal mitteilst. Weil 16 zu 26 ist ja schon irgendwie kacke. Ich würd dir auch so einen Wilson abgeben in Morkiwi. Nee. Nee? Dann lieber verlieren. Das sehe ich genauso. Würde ich auch nicht anders machen. Habe ich auch gegen Karl und Alex genauso gemacht. Bevor ich mit so einem kleinen Köder auf Hecht angel. Da ich gesagt, das kommt mir nicht in die Tüte. Dass ich mir hier von alle von denen den Köder borge. Dann noch nicht mal von Zack. Das gibt's nicht. Ich habe auf jeden Fall jetzt so eine kalte Hand, dass ich gerade gar nicht angeln kann. So, hier wieder ein kleiner Specki. Auf die andere Farbe jetzt. Ich muss mal nachgucken, wie diese Farbe heißt. Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Die heißt Greenfire. Genau von Füßen gebissen hier der Kollege. Ah, oh, hat er den weggehauen.
Der ist verschwunden, der Köder. Nicht mehr zu sehen von außen. Na, Maul auf. Komm raus hier. Ey, mein Köder. Gib den her. Was ist denn mein Köder im Maul? Kann ich nicht den Barsch am Köder ersticken lassen? Wahnsinn. So, ja, ist unglaublich, Leute. Hier, die Enten, das sind Raubenten. Die fressen einfach die Keulbarsche. Wirklich, die gehen runter, tauchen und dann kommen die mit dem Keulbarsch wieder hoch. Richtig krass. Hardcore-Enten. Ah. Was ist das? Eine Nummer? Da ist er. Der, auf den ich die ganze Zeit warte hier. Und was für ein Okolyt. Nummer 30 ist ein Riese. Ups. Und weg. So, wir sind raus aus dem Wasser. Und jetzt gilt's noch, um den finalen Punktestand zu verkünden. Zu gucken, wie die Leute abgestimmt haben. Wie ihr abgestimmt habt, wenn ihr auf Instagram dabei seid. Wolltest du was sagen? Du hast gerade so... Nein, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Ja, warte. Ich will's trotzdem wissen. Du hast ja verraten, wie es ausgeht. Wie es ausgeht, habe ich noch nicht verraten. Könnte ja auch sein, spielt für dich keine Rolle, weil ich sowieso 10 Punkte vorne weg bin. Also, es sind 76% für ja, auch der Kauli zählt. Also habt ihr für mich den Kauli zählen lassen. Vielen Dank, Leute. Und damit habe ich 31 Fische und Papa hat 22, ne? 22, genau. Also im Prinzip ist meine Mission erfüllt, eben bloß schon ein paar Jahre vorher, weil ich habe es hier so gut beigebracht, dass ihr es besser wisst. Ja, na gut, was heißt besser? Bei uns ist es jetzt ja auch nicht so ernst wie mit anderen Leuten, wie zum Beispiel Yoshi. Und außerdem, ja, dich hat dann, was war der Trick, was hat die Fische gebracht? Die richtige Hakengröße, der richtige Köder in der richtigen Farbe vor allem, ganz klein. Ja. Vor allem die Größe, Ködergröße. Ködergröße war super wichtig. War dann entscheidend. Und wenn man da so einen kleinen Fehler macht, wie zum Beispiel einen Hänger kriegen und abreißen, ja, dann ist das bitter, wenn es gerade läuft. Und außerdem muss man sagen, du hast ja auch gegen den, kann man das sagen, Fishing Wars Champion amtierenden? Ja. Ich glaube, es war noch nie jemand bei Fishing Wars, der... Nee. Also ich hab dreimal gewonnen und Yoshi einmal. Also hat noch nie jemand so oft Fishing Wars gewonnen. Also bin ich Fishing Wars Champion und da kann man auch verlieren. Ja, aber naja, wir haben ja im nächsten Jahr nochmal ein Battle vor und ja. Ja, Leute, das war's für heute hier von uns. Guten Rutsch ins... Ach nee, ihr seid ja schon gut reingerutscht. Ach, ist ja auch egal. Bestellt bei Zack mit meinem Code und dann abonniert den Kanal. Und dann seid ihr hoffentlich gut reingerutscht. Also bis dann, haut rein. Ciao.